So, ich gucke nochmal kurz in die Truhe, was wir eigentlich alles so am Start hatten. Was mir gerade mal auffällt, wir haben überhaupt gar keine blauen Kräuter, ne? Gemischte Kräuter haben wir am Start. Wir werden mal nicht alles mitnehmen. So, den Impfstoff brauchen wir wahrscheinlich gleich. Flashbang lassen wir auch mal drin, Granaten auch. Das können wir hier noch hoch machen. Warte mal, kann man das noch kombinieren vielleicht? Kann man hier vielleicht aufrüsten? Da haben wir vielleicht noch einen Platz frei. Dann können wir das erstmal verstauen. Kräuter will es auch erstmal verstauen. Und ein Kraut nehmen wir dann nochmal mit. Genau, das, so machen wir das. So, ich weiß auch nicht, wer alles da schon am Start ist. Guten Abend und schönen Tag. Nein, Quatsch. So, dann würde ich nochmal kurz speichern, bevor wir starten. Ich möchte meinen, dass irgendeine Kacke jetzt kommt, weil. Lass mal kurz gucken, wir hatten hier noch irgendwas, ne? Einfaches Schloss. Einfaches Schloss, okay, wir hatten noch irgendwas im Innenhof. Da mussten wir noch irgendwas mit den Dietrich machen. Aber genau, wir hatten ja kein Dietrich. Genau, wir hatten nämlich keinen Dietrich, den hat nämlich Jill am Start. Das ist es nämlich gewesen. Darum konnten wir diese Sachen auch nicht einsammeln. So, wir geben ihm mal schnell den Impfstoff und dann schauen wir mal, was passiert. Komisch, dass im ersten und zweiten Teil keiner von diesen Leuten den Impfstoff hatte, ja. Alles war immer ganz cool und easy. Und hier sieht man nochmal schön die Oberweite der Jill. Nein, Quatsch. Warte mal, ich muss mal die Kamera ein bisschen einstellen. Onkel Sam kümmert das? Scheiße, geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Der verwandelt sich sowieso, der ist doch gebissen. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Naja, eine Menge, ne? Ich versuch die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuch das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Ja, klar. Okay, jetzt wird es auf alle Fälle ungemütlich, Leute. Auf alle Fälle C4 ist mal am Start. Bleib liegen. Okay, ich könnte. Nee, doch nicht. So, Arm abgeschossen. Was? Warum platzen die denn? Okay, ich könnte ihn natürlich ein bisschen hierher locken. Und eine Granate schmeißen, oder? Hat natürlich nicht viel gebracht. Welche Tür? Was? Lass den mal da in Ruhe. Okay, der Blinden bleibt da ruhig.
Alter, okay. Ja, dann kommen noch mehr. Was für ein Schalter denn? Du willst ja von mir sagen. Was für ein Schalter? Ach so. Okay, dann sag es doch. Oh, eine neue Tasche. Ja, moin erstmal. Was? What the fuck? Ist er tot? Ich hoffe doch. Eine Granate muss reichen für diesen Typen. So. Alter Schwede, okay, wir können. Ne, wir warten noch. Da, fang. So, du lässt mal die Tür in Ruhe, genau. So, du bist tot. Noch jemand? Will noch jemand Stress? Okay. So, down. Ja, mach mal jetzt ein bisschen hin, Alter. Oh, was? Okay. Hau ab. So, stirb. Warte mal, war hier noch Munition? Da hinten war noch Munition. Okay, das habe ich. Oh, ich habe noch eine Granate. Hier. Fress das. So, und du kannst mir jetzt ein bisschen hinne machen, Alter. Nein! Was? Tot. Der hat mir direkt eine Kralle mitten ins... im Rückgrat. Ins Rückgrat. So eine Scheiße aber auch. Okay. Okay. Jetzt fängt der Spaß richtig. Ja. Ach, da ist auch noch jemand. Hallo? Stirb doch mal jetzt! So, kurz mal umschauen. Okay, da kommt keiner. Wo kommen die denn überhaupt alle her? Hier ist doch gar nichts. Kein Nest, nix. Ist doch gar nicht. So. Okay, ich glaube, da kommt gleich rechts jemand. Da ist noch jemand. Also.
Ja, das sehe ich doch. Digi. So, down. Einer noch, ne? Du kannst mal die Klappe halten. So, noch einmal was? Nee. Mann, das gibt's doch gar nicht, ne? Ist fast geschafft. Ja, ja. Aber nur fast. So, wo ist denn das eine Vieh? Da war doch noch so ein scheiß Dreckvieh. Wo ist denn das? Da kam doch noch vorhin so ein Vieh raus, ne? Ja, was ist das? So, du Arsch. Ach, scheiße. Mann! Boah, das gibt's doch gar nicht. So. Oh, der lebt ja immer noch. Hab gesagt, weg von der Tür. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh, es kommen noch mehr. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Wah! Okay, es war natürlich ein bisschen daneben wahrscheinlich. Sag mal, es trifft doch gar nicht. Scheißen Dreck, ey. Habe ich noch irgendwas? Nee, nur eine Blendgranate, ne? Aber jetzt... Okay, ich hätte nur die Zeit abwarten brauchen. Aber dass so eine Zwei-Hunters kommen, ist natürlich heftig, ne? Carlos! Alles okay? Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Alter Schwede. Ich komm zurück. So, ich habe natürlich fast meine ganze Muni verballert, ne? Aber manchmal ist er auch dafür da, ne? Um halt alles zu verballern. Stadt wird bald hochgejagt. Ja, das stimmt. Wir haben einen. So ein Teufelskerl. Richtiger Teufelskerl, Alter. Na, mal sehen. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder mit Jill, genau.
Aber ich finde, wir haben eigentlich, also ich bin gut mit der Munition durchgekommen, muss ich sagen, mit Carlos. Also ich habe nicht alles verballert. Granaten habe ich alles verdonnert, hätte ich vielleicht auch mal aufheben können, aber ich hätte jetzt sowieso keinen Nutzen mehr von den ganzen Sachen gehabt. Ein Glück, dir geht's gut. Weil wir können ja diese Gegenstände nicht untereinander tauschen und sowas. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Nein! Nein, das träumt die doch, oder? Nee, der verwandelt sich nicht, oder? War es so im Original? Nee. Sag ich doch, hat sie nur geträumt. Das glaube ich nicht. Wo bin ich? Was ist passiert? Du hast immer noch ein großes Problem auf alle Fälle am Start. Und das ist Nemesis. Tyrant. Also in Oktober ist 27 Tage her, 26 Tage her. Oh, Granatenwerfer haben wir alle Fälle am Start. Wir gucken jetzt nochmal rein. Aber ich glaube, ich konnte nichts. Naja, sag ich ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, Pistolenmunition haben wir eigentlich sehr gut noch am Start. Zwei Granaten. Schrotpatronen haben wir 16 noch. Und ein Kraut. So, die können wir ja mal verstauen. Wir haben, was sind das? Minengranaten, okay. Und wir haben noch Brandgeschosse drin, glaube ich. Ich glaube, das sind Brandgeschosse, genau. So, den Dietrich. Ja, ich habe nicht so viel im Inventar. So, speichern mal kurz. Und dann gehen wir weiter. Auf alle Fälle müssten wir hier noch ein paar Kisten haben. So, warte mal, ich muss jetzt kurz mal... Genau, die Schrotpistole. Genau, und die Schrot machen wir darauf. Super. Genau, dann haben wir die Schrot alles am Start. So, hier muss noch irgendwas sein. Ist hier vielleicht noch Munition? Ah, da. Was ist das denn? Eine neue Knarre? Hat die denn jetzt mehr Bums? Feuerstoßmodus. Bis zu 33 Schuss, die Dreckschussfeuerstöße erschießen, ihre schnelle Feuerrate ermöglicht es, in kurzer Zeit viel Schaden anzurichten. Okay, das ist ja... Okay, aber die können wir auf alle Fälle mitnehmen. Die können wir ja mal... Die können wir ja mal rausschmeißen. Hey Coach, hey du Nase. So, aber hier muss noch irgendwas sein. Nee, doch nicht. Da oben, da ist noch eine Kiste, okay. Gut, dann gehen wir mal raus. Und ich glaube, wir müssen... Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Die wollen das doch gar nicht stoppen. Das muss der doch jetzt gerafft haben, oder was? Ist der denn total dumm? Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Alter Schwede. Lage ist tief unter diesem Krankenhaus. Alter Schwede. Digga. Es muss dir doch aufgefallen sein, dass die das völlig scheißegal ist, dass die das völlig scheißegal ist, was du denkst. Alter Schwede, Junge, wie kann man so naiv sein, ohne Witz? Vor allen Dingen, die wurden hier angeheuert, um hier die Leute rauszuholen, angeblich um die Leute rauszuholen, was ja nicht passiert ist, die sind ja immer noch alle hier. Und jetzt jagen sie die ganze Stadt in die Luft. Sag mal, wo ist denn hier noch? Hier muss doch noch irgendwas liegen. Hey, hier muss irgendwas liegen. Der Raum ist noch rot.
Hä, bin ich dumm oder was? Der. Achso, die Lobby gehört da vorne auch noch dazu, okay. Da sind sie immer total naiv. Ja, Digga, total naiv. Wie kann er denn denken, dass die Leute von der Umbrella das juckt, was die überhaupt hier machen? Ich meine, ist ihm nicht aufgefallen, dass die alle hier drin gelegt wurden?